Ich darf Sie herzlich willkommen heißen zu unserem Thema Nummer 24 unserer Serie Vom Schatten zum Licht. In dieser Serie haben wir ja uns vorgenommen, dieses Buch Vom Schatten zum Licht, wirklich Kapitel von Kapitel, alles durchzustudieren und die Hintergründe, die Bibeltexte und das, was hier im Buch, die wichtigsten Aussagen zusammenzufassen und nachzuempfinden. Und ich darf Sie herzlich einladen, dass wir zu Beginn dieses Abends zu einem Gebet aufstehen. Herr Jesus, wir kommen heute Abend wieder zu dir und danken dir von ganzem Herzen, dass wir jetzt wieder zusammen dein Wort studieren dürfen. Wir danken dir, dass du unser hoher Priester am Himmel bist, dass wir zu dir kommen dürfen, in der Gewissheit, dass du für uns eintrittst, dass du uns vergibst, dass du uns liebst und für uns da bist. Wir bitten dich, Herr, dass wir jetzt, was wir studieren, verstehen und auch in unserem Leben bewegen und aufnehmen können. Sei du mitten unter uns. In Jesu Namen. Amen. So, wir hatten beim letzten Thema über die Hintergründe des himmlischen Heiligtums gesprochen, was es bedeutet und die Beziehung vom alten zum neuen Heiligtum. Und heute geht es um das Allerheiligste, auch in Beziehung zur Miller-Bewegung. In dem Buch Vom Schatten zum Licht lesen wir auf Seite 385, die Lehre vom Heiligtum war der Schlüssel, mit dem es möglich wurde, das Geheimnis der Enttäuschung von 1844 zu erklären. Sie brachte ein harmonisch aufgebautes Wahrheitssystem ans Licht, zeigte, dass Gottes Hand die große Wendbewegung geleitet hatte und offenbarte die augenblickliche Stellung und Aufgabe von Gottes Volk. Das heißt, die Enttäuschung, die Sie damals erlebt haben, von 1844, haben Sie dadurch verstanden. Sie haben verstanden, warum das so gekommen ist. Sie haben verstanden, dass nicht Jesus wiedergekommen ist, 1844, sondern dass er im Himmel einen neuen Dienst begonnen hat, nämlich einen Dienst im himmlischen Allerheiligsten. Es gab eine Parallele, nämlich eine Parallele von Jesu Jünger, Jesu Tod. Sie glaubten, Jesus würde ein irdisches Reich aufrichten und als er starb, waren sie enttäuscht. Und die Parallele haben wir zur Adventbewegung. Die glaubten damals auch, Jesus würde wiederkommen, nicht wie sie damals bei Jesu ersten kommen. Glaubten, dass er den Thron einnehmen würde, sondern sie glaubten bei der Wiederkunft, dass er wiederkommen würde vom Himmel und sie wurden auch enttäuscht, weil es nicht eintrat, was sie erhofften. Und als dann die Enttäuschung da war, bei den Jüngern und auch bei den Adventgläubigen, verloren sie Jesus aus den Augen. Als die Frauen zum Grab kamen und sie dann einen Mann sahen und sie glaubten, es wäre der Gärtner, Maria glaubte, es wäre der Gärtner, fragte sie ihn, wo sie Jesus hingelegt hätten, weil sie ihn nicht mehr sehen. Das heißt, sie haben Jesus aus den Augen verloren. Und auch die Gläubigen haben nach der Enttäuschung Jesus aus den Augen verloren. Die Jünger waren dann froh am Sonntag, als sie den Herrn sahen, nach seiner Auferstehung. Sie haben ihn wiedergesehen. Sie haben denn erkannt, was sie falsch geglaubt hatten, was sich verändert hatte und dass er wieder da war. Und zwar mit einer viel besseren, viel größeren, viel umfassenderen Botschaft und Nachricht. Und so war es auch mit den Adventgläubigen. Sie waren froh, als sie Jesus im Allerheiligsten als Hohenpriester wieder sahen. Sie glaubten, er würde wiederkommen, er kam nicht und sie waren enttäuscht und wussten nicht, was ist jetzt, wo ist er, was passiert. Und sie studierten das Thema Heiligtum und erkannten, Jesus ist jetzt im himmlischen Heiligtum unser Hohepriester. Und dort entdeckten sie ihn wieder und waren begeistert und froh, ihn wieder zu sehen, wieder von ihm, mit ihm verbunden zu sein. Das heißt, das Licht aus dem Heiligtum erleuchtete Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das heißt, sie verstanden die Vergangenheit, ihre Enttäuschung. Sie erkannten ihre Gegenwart, dass nämlich Jesus jetzt im Himmel Gericht hält. Und die Zukunft, dass das Gericht im Himmel jetzt, was stattfindet, eine Vorbereitung auf Jesu Wiederkunft ist. So ist das Licht aus dem Heiligtum, was sie erkannten, ein ganz wichtiges Thema, was die heutige Zeit von 1844 bis zur Jesu Wiederkunft beschreibt, umfasst und uns deutlich macht, was hier geschieht. Es gibt zwei Bibeltexte, die ganz wichtig sind und die damit in Zusammenhang stehen. Nämlich Daniel 8, Vers 14. Dort lesen wir die Aussage, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Und die zweite Aussage, in Offenbarung 14, Vers 7,
fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Diese beiden Aussagen sind beide auf das Jahr 1844 bezogen und beide sind bezogen darauf, dass das himmlische Heiligtum gereinigt wird. Das Gericht beginnt im Himmel mit Jesus, der dort seinen Dienst tut. Einmal die Reinigung des Heiligtums, 1844, und das zweite, dass die Stunde des Gerichts gekommen ist, begonnen hat. Und das war genau in dem gleichen Jahr 1844, wie die erste Weissagung von Daniel 8, Vers 14 darauf hinweist. Beide Bibeltexte beziehen sich damit auf den Dienst Jesu Christi im himmlischen Allerheiligsten. Und zwar, sie beziehen sich beide auf dieses Untersuchungsgericht und nicht auf Jesu Wiederkunft. Auch das Gericht, Daniel in der Offenbarung 14, Vers 7, bezieht sich auf das Gericht vor der Wiederkunft, das Untersuchungsgericht. Und die Zeitrechnung der Milleriten ist richtig gewesen. Und bis heute können wir sehen, das hat sich genau erfüllt. Die Zeitrechnung war gut, die 70-Jahr-Wochen, genauso auch die 2300 Abende und Morgende, die 1844 in Erfüllung gegangen sind. Nur das erwartete Ereignis war falsch. Das, was sie glaubten zu kommen, war nicht eingetreten und die Folge war ihre Enttäuschung. Seite 386 lesen wir, Christus war nicht auf die Erde gekommen, wie sie erwartet hatten, sondern hatte vielmehr das Allerheiligste im himmlischen Heiligtum Gottes betreten, wie dies auch im Schattendienst geschah. Hier haben wir die Parallele wieder zum Schattendienst. Es gibt einige, die sagen, naja, ob es im Himmel wirklich ein Heiligtum gibt oder ob Jesus nur einen neuen Dienst begonnen hat, das wissen wir nicht. Doch, wir wissen es. Es steht ganz klar, auch in dem Buch Daniel drin, dass Jesus Christus seinen Ort, seinen Aufenthaltsort verändert hat. Dass er im himmlischen Heiligtum gewirkt hat bis 1844 und dass er dann das Allerheiligste betreten hat und das Gericht begonnen hat. Hier haben wir nämlich die Aussage in Daniel 7, Vers 13. Und ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihm gebracht. Das ist eine Aussage. Hier geht es nicht um Jesu Wiederkunft in den Wolken des Himmels auf die Erde. Nein, sondern hier kommt Jesus auf den Wolken des Himmels zu dem, der uralt war, nämlich zum Vater. Jetzt fragen wir uns, naja, aber war Jesus nicht schon vorher beim Vater gewesen? Bei seiner Himmelfahrt, zur Rechten des Vaters? Ja, war er. Aber er war nicht im Allerheiligsten, zur Rechten des Vaters, sondern der Vater und auch Jesus waren beide im Heiligen. Und dort hat Jesus seinen Dienst getan. Und wir lesen nämlich in Daniel 7, in den Versen davor, dass auch Stühle es hingestellt wurden und der Uralte sich setzte. Das heißt, auch der Vater hat seinen Ort geändert, gewechselt vom Heiligen zum Allerheiligsten und hat dann im Himmel im Allerheiligsten das Gericht vorbereitet. Und dann kam danach der Menschensohn, Jesus Christus, kam zu dem Vater ins Allerheiligste und dann haben sie dort das Gericht begonnen. Malachi 3, Vers 1. Diesen Bibeltext haben die Adventgläubigen damals entdeckt, erkannt und auf sich, auf ihre Zeit bezogen. Dort heißt es nämlich, bald wird kommen zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, und der Engel des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr Zebaoth. Hier spricht es davon, dass er zu seinem Tempel kommt. Und das Kommen zu seinem Tempel ist nicht die Wiederkunft Jesu, sondern das ist der Beginn des Gerichts 1844. Das Kommen des Herrn zu seinem Tempel geschah für seine Kinder, für die Gläubigen auf dieser Erde, plötzlich und unerwartet, weil sie erwarteten ihn auf der Erde, aber er kam zu seinem Tempel, im Himmel nämlich. Die Menschen waren noch nicht bereit, ihrem Herrn zu begegnen. Warum war es notwendig, dass im Himmel noch etwas vor sich ging und auf der Erde übrigens auch? Es ist so, wenn Jesus gekommen wäre damals, wären die Menschen und auch die meisten Gläubigen nicht vorbereitet gewesen. Sondern es musste vorher noch ein Werk geschehen, ein Werk der Warnung an die Menschen und ein Werk der Erneuerung in ihren Herzen. Und dafür war die Zeit dann noch notwendig. Eine Vorbereitung war notwendig für Jesu Wiederkunft. Die Gemeinde sollte noch eine weitere Warnungsbotschaft bekommen und natürlich auch weitergeben an die anderen Menschen.
Malachi 3, Verse 2 und 3 steht, wir hatten eben Kapitel 3, Vers 1 gelesen und wir lesen jetzt die weiteren Verse. Dort heißt es nämlich, wer wird aber den Tag seines Kommens ertragen können? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer eines Schmelzers und wie die Lauge des Wäschers. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfer bringen in Gerechtigkeit. Das heißt, wenn der Herr zu seinem Tempel kommt, dann hat er den Dienst zu tun, dass er die Söhne Levis reinigt. Das heißt, wenn Jesus im Himmel den Dienst beginnt und dort Gericht hält, 1844, dann hat er ein Werk zu tun, nämlich, dass er seine Kinder auf der Erde, die Gläubigen, reinigt. Reinigt heißt, dass er in ihnen wohnt und sie verändert in sein Ebenbild. Wir lesen dazu, also 386, 387 in dem Buch vom Schatten zum Licht, die auf Erden lebenden Gläubigen werden ohne Vermittler vor den Augen, vor dem Angesicht eines heiligen Gottes bestehen müssen, wenn die Fürbitte Christi im himmlischen Heiligtum aufhört. Ihre Kleider müssen fleckenlos, ihr Charakter von der Sünde mit Blut gereinigt sein. Mit Gottes Hilfe und durch eigenes sorgfältiges Bemühen müssen sie Sieger im Kampf mit dem Bösen sein. Während die Untersuchung im Himmel fortschreitet, während die Sünden der reumütigen Sünde aus dem Heiligtum entfernt werden, muss es auf der Erde unter dem Volk Gottes ein besonderes Läuterungswerk, eine Abkehr von der Sünde geben. Diese Aufgabe wird noch deutlicher in den Botschaften von Offenbarung 14 dargestellt. Diese Botschaften von Offenbarung 14 sind die drei Engelsbotschaften, die in der ganzen Welt verkündigt werden sollen. Das heißt, was sagt dieser Absatz aus? Der ist ganz wichtig, auch für uns heute, weil wir leben genau in dieser Zeit heute, direkt bevor das jetzt geschieht. Nämlich, Gott hat seit 1844 im Himmel ein Gericht über die Gläubigen. Und während Gott im Himmel die Sünden der Gläubigen untersucht und streicht, möchte er das Gleiche auf der Erde an den Herzen der Gläubigen auch tun. Dass er in unseren Herzen die Sünde ausrottet. Dass unser Charakter, Jesu Charakter, ähnlich wird. Und das, darum geht es hier, nämlich wenn dann er seinen Dienst beendet, wenn er seinen Mittlerdienst beendet, dann heißt das, dass er nicht mehr als hoher Priester da ist und auch nicht mehr Sünden vergeben kann. Also möchte er vorher, bevor sein Mittlerdienst beendet wird, bevor die Gnadenzeit zu Ende geht, möchte er in den Herzen der Gläubigen einen Charakter schaffen, der seinem Charakter ähnlich ist. Deswegen steht hier, dass während die Untersuchung im Himmel fortschreitet, das heißt, während das Gericht im Himmel weitergeht, möchte er auf der Erde sein Volk, seine Kinder läutern, ihren Charakter verändern. Und das ist ein Werk, was jetzt, heute, immer noch vor sich geht, was Gott jetzt tut, in uns, an uns und durch uns. Malachi 3 haben wir die ersten drei Verse gelesen, dass der Herr zu seinem Tempel kommt und dass er sein Volk Levi läutern will. In Vers 5 heißt es weiter, und ich will zu euch kommen, zum Gericht, und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, Ehebrecher, Meineidigen und gegen die, die Gewalt und Unrecht tun, den Tagelöhnern, Witwen und Waisen, und die den Fremdling drücken und mich nicht fürchten, spricht der Herr Zebaoth. Das heißt, Gott wird sein Volk läutern und gleichzeitig Gericht halten, danach Gericht halten, ich will kommen zum Gericht. Das heißt, Gott will Gericht halten über die, die nicht mit ihm leben, die auch in ihrem Leben das zeigen, dass sie Jesus nicht in ihrem Herzen haben. Das heißt, Jesus wird bei seiner Wiederkunft Gericht über die Ungläubigen halten. Jesu Wiederkunft ist nicht identisch mit dem Kommen des Herrn zu seinem Tempel. Nämlich das Kommen des Herrn zu seinem Tempel, das ist der Beginn des Gerichts 1844, wo Jesus vom Heiligen ins Allerheiligste ging. Und diese Wiederkunft ist erst nach Beendigung des himmlischen Gerichtes. All diese Dinge, die jetzt hier stehen, sind dasselbe Ereignis. Nämlich, Christus betritt das Allerheiligste. Das Heiligtum wird wieder geweiht oder gereinigt werden, nach Daniel 8, Vers 14. Der Menschensohn kommt zu dem, der uralt war, Daniel 7, Vers 13 und 14.
Der Herr kommt zu seinem Tempel, Malachi 5, Vers 1, Malachi 3, Vers 1. Und der Bräutigam kommt zur Hochzeit. Das ist bei dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Das sind alles die gleichen Ereignisse. Nämlich, als 1844 Jesus im Himmel das Allerheiligste betreten hat und seinen Dienst als Rechtsanwalt für uns im himmlischen Gericht begonnen hat. Schauen wir uns einmal das Gleichnis der 10 Jungfrauen an. Im Sommer 1844 war der Ruf, siehe, der Bräutigam kommt. Im Sommer und auch im Herbst. Nämlich, sie glaubt, Jesus kommt wieder. Aber der Bräutigam, das Kommen des Bräutigams war nicht die Wiederkunft, sondern etwas anderes. Es gab damals 2 Gruppen von Gläubigen. Nämlich einmal die, die mit Freude warteten, die ihren Herrn freudig begrüßten und die gründlich vorbereitet waren, die ihr Herz demütigten, die wirklich darum rangen, Sünden ablegten und mit Gott im Reinen waren. Und es gab eine zweite Gruppe, die nämlich von Angst getrieben handelten, die aus einer momentanen Stimmung heraus reagierten und die auch nur theoretische Kenntnisse der Wahrheit besaßen und nicht wirklich in ihrem Leben es umgesetzt haben, was sie wussten. Die einen blieben in der Enttäuschung standhaft, die anderen fielen nach der Enttäuschung ab. Das Erscheinen des Bräutigams findet vor der Hochzeit statt. Der Bräutigam kommt und dann geht der Bräutigam erst mit den Jungfrauen zur Hochzeit. Das heißt, wenn der Bräutigam kommt, ist es noch nicht die Hochzeit selbst. Ja, wie kann man das verstehen? Auslegen dieses Gleichnis. Der Bräutigam ist Jesus. Wer ist die Braut? Die Braut ist das neue Jerusalem. Nämlich in Offenbarung Kapitel 21 lesen wir in Verse 9 und Vers 10, wo ein Engel zum Johannes sagt, komm, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. Und er führte mich hin im Geist und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Das heißt, die Braut des Lammes, die Braut Jesu, ist das neue Jerusalem. Und wir werden das neue Jerusalem einnehmen, hineinziehen bei der Hochzeit, das Hochzeitsmahl des Lammes. Und die Gläubigen sind berufen zum Hochzeitsmahl des Lammes als Gäste. Deswegen sind nicht die Gläubigen die Braut, sondern die Gläubigen sind die Gäste, die bei der Hochzeit des Lammes mit dabei sind. Deswegen, der Bräutigam ist Jesus, die Braut ist das neue Jerusalem und die 10 Jungfrauen, das ist die Gemeinde, die hier repräsentiert wird. Ja. Und der Bräutigam kam zur festgesetzten Zeit, aber nicht auf diese Erde, sondern zu dem, der uralt war im Himmel. Die Übertragung ist jetzt, dass Jesus gekommen ist und das Kommen des Bräutigams heißt nicht, dass er auf die Erde kommt, seine Wiederkunft, sondern dass er zum Vater, zum Uralten kam im Himmel. Und dann heißt es auf Matthäus 25, Vers 10, die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Das heißt, dass diejenigen, die bereit waren, heißt die gläubig blieben, die Gläubigen konnten bei der Hochzeit nicht persönlich anwesend sein, sondern denn diese fand im Himmel statt. Das heißt, dass sie im Glauben dabei waren, aber nicht selbst sichtbar. Die Klugen hatten Öl mit und das Öl ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Und das heißt, dass die 2 Gruppen von Gläubigen, Törichte und Kluge, unterschieden waren durch die Menge an Öl. Und die Klugen, die jetzt mehr Öl hatten, heißt es, die waren eben auch nach der Enttäuschung noch vom Heiligen Geist geführt. Sie hatten den Geist und die Gnade Gottes erfahren und sind Gott treu geblieben. Sie folgten Jesus im Glauben in das himmlische Heiligtum. Sie glaubten, dass er dort jetzt ist. Sie glaubten, dass er dort jetzt seinen Dienst begonnen hat als unser Fürsprecher im himmlischen Gericht. Wir haben noch ein zweites Gleichnis, was Jesus erzählt hat, nämlich Matthäus 22, das Gleichnis von der königlichen Hochzeit. Es war folgende Situation, dass der König ein Hochzeitsfest ausrichtete und die geladenen Gäste nicht gekommen sind. Und so hat er dann die Menschen von den Zäunen und Straßen und Hecken eingeladen zu kommen zum Hochzeitsmahl. Und jeder, der kam,
bekam vom König ein hochzeitliches Gewand geschenkt. Das musste er anziehen, um auch entsprechend gekleidet zu sein, dem Anlass entsprechend. Das heißt, dieses Kleid war nicht von ihnen selbst mitzubringen, sondern war geschenkt worden. Und vor der Hochzeit prüft der König jetzt die Gäste, ob sie auch dieses hochzeitliche Gewand anhaben. Und er findet tatsächlich einen, der hat es nicht an. Das heißt, wer es nicht hat, wer es nicht anhat, wird hinausgeworfen. Der musste gehen. Und wer es anhatte, durfte bleiben. Das bedeutet, jetzt übertragen, dass Jesus vor der Hochzeit, bevor die Hochzeit beginnt, prüfen muss, ob die Gläubigen, die gekommen sind, die an der Hochzeit teilhaben wollen, ob sie das hochzeitliche Gewand, das ist Jesu Gerechtigkeit, die er uns schenkt, aber auch verleiht, nämlich unser, der Charakter der Gläubigen. Ob die Gläubigen auch durch Gottes Gnade verwandelt sind in sein Bild und dass sie auch Jesu Bild widerspiegeln. Natürlich nicht aus eigener Kraft, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Das Gewand bekommen wir vom König geschenkt. Und das Kleid ist der Charakter der Gläubigen. Von daher wird in dem letzten Gericht vor der Wiederkunft Jesu und diese Prüfung, die Prüfung des Königs, ist identisch mit dem Gericht, was im Himmel stattfindet, zwischen 1844 und Jesu Wiederkunft. Und in diesem Gericht wird festgestellt, ob die Gläubigen wirklich mit Gott leben, was in ihrem Charakter sichtbar wird, oder ob sie nicht mit Gott leben. Und in ihrem Charakter kann man es auch sehen, dass sie eben nicht Frucht bringen zur Ehre Gottes. Seite 389 lesen wir, das Untersuchungsgericht prüft demnach den Charakter der Gläubigen und bestimmt so, wer für das Reich Gottes bereit ist. Damit beschließt es den Dienst im himmlischen Heiligtum. Das heißt, wenn sie fertig sind, alle Gläubigen zu untersuchen und alle Urteile zu fällen, dann wird der Dienst im himmlischen Heiligtum abgeschlossen und dann kommt Jesus wieder auf diese Erde. Das heißt, wir sind jetzt noch dabei bei dieser Phase, wo noch dieses Gericht im Himmel stattfindet. Seite 389 lesen wir weiter. Wenn diese Untersuchung abgeschlossen sein wird und alle Fälle der Nachfolger Christi aller Zeiten geprüft und entschieden worden sind, dann und nicht eher wird die Gnadenzeit abgeschlossen und die Gnadentür verschlossen werden. Durch diesen einen kurzen Satz und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen, werden wir zum letzten Dienst Christi geführt, in einer Zeit, in der das große Erlösungswerk für den Menschen vollendet sein wird. Das heißt, die Tür wurde verschlossen, weist darauf hin, dass dann, wenn das Gericht im Himmel fertig ist, die Tür verschlossen wird und niemand mehr gerettet werden kann und kein Gläubiger mehr abfallen wird. Dass damit jedes Urteil feststeht. Der irdische Dienst im Heiligtum, hatten wir im letzten Vortrag uns genauer angeschaut, ist ja ein Abbild des Dienstes Jesu im himmlischen Heiligtum. Und so können wir auch sehen, was am Versöhnungstag galt, kann man übertragen auf die Zeit, in der wir heute leben, in der Zeit des Gerichtes. Nämlich beim großen Versöhnungstag endet der Dienst im Heiligen. Das ganze Jahr hindurch hatten die Priester im Heiligen, im Vorhof und im Heiligen, den Dienst getan und die Vergebung für die Gläubigen erwirkt. Und am Yom Kippur, am Versöhnungstag, endet dieser Dienst. Das Übertragen kann man sagen, als Christus das Allerheiligste betrat, 1844, beendete er seine Aufgaben im Heiligen. Das heißt, dass er dort nicht mehr tätig ist. Sein Dienst in der zweiten Abteilung begann. Ein Zitat dazu, Seite 390, so schloss Christus wohl einen Teil seines Vermittlerdienstes ab, begann aber sogleich den zweiten, bei dem er immer noch durch sein Blut beim Vater für die Sünder Fürbitte einlegt. Wenn er also seinen Dienst im Heiligen beendet, heißt das nicht, dass wir keine Vergebung mehr kriegen bei Jesus. Denn sein Dienst im Heiligen bedeutet ja, dass er seit seiner Himmelfahrt jeden Gläubigen, der um Vergebung gebeten hat, der seine Sünden bekannt hat vor Jesus, dass er eingetreten ist vor Gott und ihm vergeben hat. Das heißt,
diesen Dienst, wenn er das beendet, heißt es nicht, dass wir keine Vergebung mehr bekommen, sondern diesen Dienst der Fürbitte, um die Sünden zu vergeben, tut er im Allerheiligsten immer noch. Aber er tut zusätzlich den Dienst, dass er Gericht hält. Aber diesen Dienst tut er jetzt nicht mehr im Heiligen, sondern im Allerheiligsten. Dies verstanden die Adventgläubigen im Jahr 1844 nicht. Sie hatten nur davon gelesen, von den 10 Jungfrauen, und sie glaubten, die Gnadenzeit für die Menschen sei zu Ende. Und dass die törichten Jungfrauen anklopften und nicht hinein durften, haben sie so ausgelegt, dass sie sagten, jetzt ist diese Zeit da, wir sind jetzt hineingegangen zur Hochzeit, Jesus ist im himmlischen Heiligtum, jetzt das Gericht hat begonnen, und alle anderen, die es nicht angenommen haben, sind automatisch verloren. Deswegen hatten sie damals diese Meinung, die Tür der Gnade ist bereits geschlossen. Sie glaubten, Jesus ist im Allerheiligsten tätig und kann nicht mehr Sünden vergeben. Dass er das im Allerheiligsten auch kann, haben sie damals nicht verstanden. Aber als sie das Heiligtum studierten, erhielten sie helleres Licht. Sie studierten das Alte Testament, den Heiligtumsdienst im Alten Testament, und merkten dann, dass sie im Irrtum waren. Sie erkannten dann einige Jahre später, dass die Vergebung der Sünden nun im Allerheiligsten stattfand und nicht im Heiligen. Und auch, dass der Dienst nicht beendet war, sondern dass die Vergebung der Sünde immer noch weiterging. Offenbarung Kapitel 3, Vers 7 und 8. Dort lesen wir, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Wenn Gott Türen öffnet, kann kein Mensch sie schließen. Und wenn Gott Türen schließt, kann kein Mensch sie wieder öffnen. Und genau das geschah 1844. Gott hat eine Tür zugetan, sein Dienst im Heiligen, eine andere Tür aufgetan, sein Dienst im Allerheiligsten. Wer Christus im Glauben folgt, empfängt auch die Vorzüge seiner Vermittlung. Und das ist eine interessante Parallele zu den Juden wieder und zu unserer heutigen Zeit. Nämlich, wenn wir das Licht verwerfen, was Gott uns zeigt, ziehen wir auch aus dem, was das Licht darstellt, keinen Nutzen. Das kann man daraus erkennen an den Juden. Zitat 391. Jene Juden, die das Licht verwarfen, das Christus bei seiner ersten Ankunft brachte, und die sich weigerten, an ihn als den Erlöser der Welt zu glauben, konnten auch durch ihn keine Vergebung empfangen. Das heißt, wenn sie ihn verwarfen, konnten sie auch seinen Dienst, sein Werk, was er tat, nicht in Anspruch nehmen. Dass er für sie gestorben ist, dass er im himmlischen Heiligtum für sie eintrat, konnten sie nicht in Anspruch nehmen, weil sie ihn als Erlöser und als Mittler verwarfen. Das bedeutet, die Juden haben nach Jesu Himmelfahrt weiter geopfert, weil sie glaubten ja nicht, dass Jesus der Messias war, dass er jetzt ein für alle Mal zur Vergebung der Sünden, zur Ersühnung der Sünden gestorben war. Also so opferten sie weiter und die ganzen Opfer, die sie brachten, waren alle nutzlos, vollkommen nutzlos, weil der Opferdienst aufgehört hatte. Das heißt, die Art und Weise, wie vorher Versöhnung stattfand, durch die Tieropfer, hatte mit dem Tod Jesu aufgehört. Und wer danach das weiterführte, tat es umsonst. Weil ein neuer Dienst, ein neuer Abschnitt begonnen hatte, dass man jetzt zum himmlischen Heiligtum beten konnte, wo Jesus dort als unser Fürsprecher unsere Sünden vergeben hat. Die Tür, durch die Menschen früher Zugang zu Gott hatten, stand nicht länger offen. Das heißt, die Tür, Erlösung durch die Tieropfer zu bekommen, war geschlossen. Die neue Tür war geöffnet, Vergebung zu bekommen durch Jesu Opfer. Und das kann man übertragen auf 1844. Hier nochmal über die Juden etwas. Die Juden hatten sich geweigert, den Herrn auf dem einzigen Weg zu suchen, auf dem er gefunden werden konnte, durch den Dienst im himmlischen Heiligtum. Daher hatten sie keine Gemeinschaft mit Gott. Für sie war die Tür verschlossen.
Der einzige Weg, die einzige Chance, die sie hatten, erlöst zu werden, war, Jesus anzunehmen, anzuerkennen, dass er der Erlöser ist, der Fürsprecher ist und dass sie durch ihn gerettet werden können. Wer es nicht angenommen hat, konnte nicht gerettet werden. Und das können wir übertragen jetzt auf 1844. Der Zustand der ungläubigen Juden, die Jesus ablehnten und damit auch die Erlösung durch Jesus, die danach mit seinem Tod stattfand, ist vergleichbar mit dem Zustand der vorgeblichen Christen, die diese Wahrheit ablehnten, dass Jesus 1844 ins himmlische Heiligtum eingegangen ist. Das heißt, die Christen, die damals diese Wahrheit ablehnten und sagten, wir glauben das nicht, dass Jesus im Allerheiligsten jetzt den Dienst begonnen hat, für sie war die Tür der Vergebung, die bis 1844 offen war, im Heiligen geschlossen, weil da war Jesus nicht mehr, sondern es ging nur noch über die Erkenntnis, dass Jesus im Allerheiligsten seinen Dienst tut und dort zur Vergebung der Sünden und zum Gericht jetzt aktiv ist. Beim Versöhnungstag mussten sich alle Israeliten beim Heiligtum versammeln und sich demütigen, sich Gott unterordnen, ihre Sünden bekennen, bereuen, dem Weg folgen, den Gott ihnen gezeigt hat. Sonst wurden sie ausgeschlossen aus dem Volk. Wichtig ist für uns, dass wir diese Botschaft annehmen. Denn eine Ablehnung dieser Botschaft bedeutet, dass man auch das, was die Botschaft für uns bewirkt, dass Jesus für uns eintritt, ablehnen. Und das bedeutet, dass damit auch Jesus nicht für uns im himmlischen Gericht eintreten kann und uns freisprechen kann. Das heißt, Seite 391, ein ganz wichtiges Zitat aus diesem Buch, Vom Schatten zum Licht. Menschen können Warnungen nicht ungestraft verwerfen, die ihnen Gott in seiner Gnade sendet. Wenn ein Mensch etwas nicht weiß, nicht erkannt hat, wird Gott ihn dafür nicht zur Verantwortung ziehen. Wenn aber Gott uns Licht offenbart, Warnungen offenbart und wir sie dann ablehnen, dann hat das immer Konsequenzen. Das war so damals bei der Sintflut, zur Zeit Noahs. Wer Gottes Warnung verwarf, kam am Wasser der Sintflut um. Die Menschen konnten noch so gläubig sein, sie konnten noch so viel religiöse Dinge tun. Solange sie die gegenwärtige Wahrheit, die damals hieß, geht in die Arche, dort findest du Rettung, nicht annahmen, wurden sie nicht gerettet, gingen sie verloren. Zur Zeit Abrahams war es genauso. Wer Gottes Warnung verwarf, kam im Feuer von Sodom um. Sie konnten aus der Stadt hinausgehen. Gott hat ihnen offenbart, dass die Stadt vernichtet werden wird. Aber nur drei Menschen wurden gerettet. Lot und seine beiden Töchter. Weil sie die Wahrheit angenommen haben. Und selbst sie mussten die Engel noch aus der Stadt rausziehen, weil sie die Dringlichkeit nicht erkannten. Die gegenwärtige Wahrheit, die Gott ihnen gegeben hat, geht jetzt aus der Stadt heraus. Die war notwendig anzunehmen, um gerettet zu werden. Die Zeit Jesu. Wer Gottes Warnung verwarf, kam bei der Zerstörung Jerusalems um. Jesus hatte gesagt, das 70 nach Christus, er hatte vorausgesagt, dass die Stadt erobert, zerstört werden würde. Und dass, wenn die Stadt belagert sein würde, dann sollten die Christen fliehen. Wer die Warnung hörte, annahm und floh, als die Römer wieder abgezogen waren, wurde gerettet. Wer die Warnung verwarf, kam um bei der Zerstörung Jerusalems. Das heißt, Gott hat immer wieder Warnungen gegeben vor diesen großen Gerichtshandlungen Gottes, damit wir gerettet werden, aus Liebe zu uns, damit wir nicht verloren gehen. Viele Menschen haben aus Hochmut, aus Stolz nicht darauf gehört, wollten nicht darauf hören und sind verloren gegangen. So ist es auch für unsere heutige Zeit, in der Endzeit. Wer Gottes Warnung verwirft, die gegenwärtige Wahrheit, die wir heute haben, kommt bei Jesu Wiederkunft um. Es reicht nicht, all die Warnungen Gottes aus den früheren Zeiten anzunehmen. Wir müssen die jetzige, gegenwärtige Warnung annehmen. Und das ist die gegenwärtige Warnung, ist die Botschaft vom Heiligtum im Himmel, dass Jesus uns Gericht hält im Himmel und die Dreiengelsbotschaft. Und genau dort heißt es in der ersten Botschaft, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Das Gericht hat bereits begonnen.
Deshalb macht ernst mit Gott. Wer die Botschaft verwirft, wird am Ende umkommen. Das ist die gegenwärtige Wahrheit für unsere heutige Zeit, die Gott möchte, dass wir sie verkündigen und annehmen für unser persönliches Leben. Im 2. Thessalonicher 2, Verse 10 bis 12 sagt Paulus, mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, dass sie gerettet würden. Darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, sodass sie der Lüge glauben, damit gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Das heißt, die einzige Chance, die wir haben, ist, dass wir die Liebe zur Wahrheit haben. Liebe zur Wahrheit heißt, die Wahrheit, was ist die Wahrheit? Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das heißt, dass wir die Liebe zu Jesus haben. Er ist die Wahrheit. Und Jesus sagt, dein Wort ist die Wahrheit, nämlich die Bibel. Dass wir die Liebe zum Wort Gottes haben, zur Bibel. Und wenn wir die Liebe zum Wort haben und die Liebe zu Jesus haben, dann werden wir auch seiner Wahrheit folgen und gerettet werden. Wenn wir die Liebe zur Wahrheit nicht haben, dann werden wir sogar noch in Irrtümern und Lügen hineinkommen, verstrickt werden und am Ende gerichtet werden. Wenn die Menschen die Lehren seines Wortes verwerfen, zieht sich Gottes Geist von ihnen zurück und überlässt sie den Irrtümern, die sie lieben. Nicht Gott ist schuld daran, wenn Menschen Irrtümern folgen, sondern die Menschen, die an Irrtümern festhalten, werden immer mehr in dem Gewissen abgestumpft, dass der Heilige Geist immer weniger an ihrem Herzen wirken kann, an ihrem Denken wirken kann. Und dann werden sie immer mehr vom Heiligen Geist getrennt und sie werden immer mehr Irrtümer anhangen. Deswegen ist es wichtig, dass wir der Wahrheit Gottes folgen, dass wir darauf hören. 1844 begann damals eine Zeit großer Prüfungen, Schwierigkeiten. Die einzige Stütze, die die Gläubigen damals hatten, war das Licht vom himmlischen Heiligtum. Das hat sie aufgerecht erhalten. Das hat sie einen Blick in den himmlischen Bereich gegeben, hinter die Kulissen, wie Gott sein Werk führt, was er für uns tut. Und sie erkannten und wussten, Jesus hat seinen Dienst begonnen im Allerheiligsten. Und das ist wichtig. Das hat ihnen einen Blick gegeben für ihre Zeit, in der sie lebten, für ihre Aufgabe, die sie hatten. Und diese Botschaft ist für uns bis heute wichtig, dass Jesus im Allerheiligsten Dienst tut, dass das Gericht stattfindet und dass bald die Zeit sein wird, wo das Gericht beendet ist, wo die Gnadenzeit zu Ende geht und dass die Menschen gewarnt werden, dass wir diese Botschaft weitergeben, dass Menschen erkennen, sich darauf vorzubereiten. Ein letztes Zitat auf Seite 392. Sie, die Adventgläubigen, erhielten ein klareres Verständnis von der ersten und der zweiten Engelsbotschaft und waren bereit, die dritte Engelsbotschaft von Offenbarung 14 zu empfangen und sie an die Welt weiterzugeben. Das waren die Hintergründe, dass diese drei Botschaften in Zusammenhang standen mit dem Erkenntnis, dass Jesus 1844 das Gericht im Himmel begonnen hat, im Allerheiligsten. Deswegen ist diese dreifache Engelsbotschaft für uns heute immer noch genauso wichtig, zu erkennen, zu verstehen und zu verkündigen. Ich wünsche uns, dass wir diese Botschaft für uns persönlich verstehen, umsetzen und auch anderen Menschen weitergeben können. Lasst uns zum Gebet aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du uns Menschen so lieb hast, dass du aus Liebe zu uns deinen Sohn in die Welt geschickt hast, dass du, Herr Jesus, für uns gestorben bist, unsere Sünden getragen hast. Wir danken dir, dass du, Herr Jesus, über 1800 Jahre lang im Heiligen deinen Dienst getan hast, als unser Fürsprecher, dass du vergeben hast, dass du Menschenherzen angerührt hast und sie zu dir gezogen hast. Hab Dank, dass wir wissen dürfen, dass du seit 1844 im Allerheiligsten deinen Dienst tust, dass du dort jetzt für uns auch unsere Schuld, unsere Sünden vergibst, aber dass du auch im Gericht für uns eintrittst. Herr, dass du untersuchst, wer wirklich dir folgt und wer einen anderen Weg geht. Herr, hilf, dass wir zu denen gehören, die am Ende gerettet werden. Hilf, dass wir von ganzem Herzen uns für dich entscheiden können, dass wir wirklich die Wahrheiten, die du uns zeigst, annehmen und dass wir vorbereitet werden auf die letzten Ereignisse und auf deine Wiederkunft, Herr Jesus. Und darauf freuen wir uns und darauf warten wir, dass du kommst.
dass wir dich sehen dürfen in den Wolken des Himmels. So bleibe du bei uns und segne uns. In Jesu Namen. Amen.